Moin moin Leute, zurück bei Metro Exodus und wir wollen jetzt den Zug sprengen. Und ich bin dauernd voll, nachladen, geht auch nicht. Irgendwie wieder Notiz gefunden, offizieller Brief, ach ich steige nicht durch, gehen wir mal weiter. Geht hier um Leben und Tod. Und Tod und so, ne? Danke für den Filter. Jetzt auf mehr! Einer 13 in Bereitschaft! Ach du Jemine. Zeit ist um, Robert Miller. Ruhig, wir werden langsamer. Aber die Grenzen von diesem Ding sind hinüber. Keine Sorge, Herr Robert. Ich glaube, ich muss Filter wechseln, kann das sein? Gut. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, aber wird schon klappen. Jörg, machen Sie sich bereit für die Bremsung. Warten. Bremsen! Sofort bremsen! Stopp, ihr Arschlöcher! Die Bremsen funktionieren wieder! Ich so. Einmal sterben, bitte. Du Arschloch! Jetzt hast du es geschafft! Kein Problem. Na los, wo bleibt hier? Geronimo, rüber, rüber, rüber! Ah! Nicht gut, nicht gut. Der Zug muss schneller werden. Warte! Warum sind wir nicht schneller? Das ist aber gefährlich, Artyom. Gott sei Dank geht es dir gut. Ja, das freut mich auch, Anna. Jetzt sind wir nicht nur Verräter, sondern auch noch waschechte Saboteure. Ach, der nervt. Wir haben 100 Kilometer von Moskau entfernt angehalten, um unsere Geigerzähler abzulesen. Erstaunlicherweise sind sie alle im grünen Bereich, als hätten sie sich gegen uns verschworen. Trotzdem beeindruckt mich diese Nachricht nicht besonders. Die anderen sind ganz verwirrt, was sie nun tun sollen, aber ich warte nur auf Antworten. Und hoffe, dass der Kommandant, dem ich bis vor kurzem ausdrücklich vertraut hatte, sehr überzeugende Erklärungen hat. Ich weiß nicht, der Miller, wenn er uns extra nicht sagt, was los ist und uns auch gerade auf diese Todesmission schickt, der will uns doch bestimmt loswerden. Der will bestimmt, dass Anna quasi Witwe wird und jemand anders heiraten kann oder so. Oder er mag uns einfach nicht. Und dann noch die Geschichte mit den Störsendern. Warum macht man das? Warum die Trauer? Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle fragen uns einfach, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, das dachte ich mir fast. Aber ihr habt wohl schon kapiert, wie die Dinge stehen. Funktioniert dein Zähler denn? Hast du mal nachgeschaut? Ja, alles im grünen Bereich. Hab's zweimal überprüft. Stepans Zähler zeigt auch grün. Wir brauchen hier keine Masken. Also, haben Sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Warum antwortest du nicht? Die ihr gekillt habt, ne? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen?
schießen. Erklär uns das wenigstens, das schuldest du uns. Naja, dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleich platzen lassen. Der Krieg ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Lass mich ausreden. Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt. Sich totstellen. Um Funkstille zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschirmt. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren. Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Hättest du das nicht vorher sagen können? Zum Beispiel, bevor Artyom mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam? Nein, ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt, wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne blicken? Ich habe da eine Idee, aber... Artyom, anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen. Wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein. Also probier es mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben einen Störsender ausgeschaltet, die Wache geschossen, einen Patrouillenzug zerstört und sind aus Moskau geflüchtet. Wer braucht schon eine Verhandlung, wenn der Fall so klar ist? Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Was bedeutet, halt doch mal den Mund! Vorne durchstarten müssen? Kommando, wovon redest du denn da? Das Moskauer Verteidigungskommando. Hast du jemals von den unsichtbaren Beobachtern gehört? Ja, aber das ist doch nur eine Legende. Ganz und gar nicht. Sie sind das Kommando. Bist du sicher, dass sie sich nicht nur um ihre eigene Sicherheit kümmern? Du hattest die Arche erwähnt. Was hat es damit? Warte einen Moment, was war das? Projekt Arche, an alle, die mich hören können und noch immer dem Ziel dienen. Hört mal alle her. Der Positionscode für den Sammelpunkt ist 1811-79. Bereich 18-5. Ich wiederhole, wir geben euch zum Sammelpunkt. Wo soll die Nummer sein? Der Positionscode für den Sammelpunkt ist 1811-79. Der Berg hier war tau. Die Route von hier sollte also etwa so verlaufen. Das ist unser Ziel. Und ist es das, was du im Sinn hattest? Ja! Klar. Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort. Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir werden ihnen sagen, dass Moskau noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich ändern. Alles, verstehst du? Ein neues Leben beginnt. Für alle Überlebenden des Krieges! Hurra! Sonst gibt es dort alleinstehende Frauen? Bestimmt nicht. Gut reagiert. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach... Schenk ein, Damir. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt. Meinst du, ich wäre taub, oder was? Ah, das! Ach, für einen Moment dachte ich, meine Ohren täuschen mich. Die Reise zum Ural ist nicht gerade kurz. Daher sollten wir es uns wohl gemütlich machen. Wie wär's? Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Wird aber auch Zeit. Lass sie uns Anna nennen und gut ist. Ach, fahr zur Hölle. Beelzebub. Noch besser. Ach, komm schon. Wie wäre es mit Aurora? Die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer... ihr wisst schon was. Schon besser. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ein schöner Name. Klingt ganz gut. Aber was für ein Kreuzer. Ja, sag ich dir später. Dann ist das wohl beschlossen. Trinken wir auf die Aurora. Ja, welcher Kreuzer war das denn? Hey, Artyom, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Jermak, Volldampf voraus. Jawohl.
Was für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Egal, wir fahren dorthin. Mhm. Wie geht's dir, Aljoscha? Das ist aber ein weiter Weg. Setze deine Reise fort oder erkunde weiterhin den Zug. Aha. Kann ich die Reise... Nur damit du es weißt, Namen machen Männer interessant. Ach so. Und wir werden ganz sicher noch vielen Frauen begegnen. Viele brauche ich nicht. Die Qualität ist wichtiger. Guck ganz kurz nochmal im Zug, ob es da irgendwas Tolles gibt. So, wie diese Nachricht hier. Tabulator. Oh, Katze. Es ist schön, dass du da bist, aber bitte nicht hier vorm Monitor, ne? Genau. Geh mal in deine Schublade. So, Leiter der Bahnabteilung des Programms Schild. Was war ein langer Bericht. Nachdem ich auf Ihre Antwortung in den Zustand des Schienennetzes untersucht habe, kann ich berichten, dass dieser hinter der Verteidigungsgrenze zwischen akzeptabel und gut schwankt. Somit stellt sich die Bahn eine Bedrohung für unsere Sicherheit dar. Achso, naja, gut, komm. Hallöchen, Artyom. Hallöchen. Beabsichtigt oder nicht, aber es scheint mir so, dass unser Oberst nun wegen dir ein Ziel vor Augen hat. Das ist schön, deine Waffe gefällt mir. Wir wissen alle noch, wie du in D6 gekämpft hast. Also egal, was vor uns liegt, wir stehen hinter dir. Freut mich. Du kannst auf uns zählen. Ah, das ist ein Scheißjob, da gehen wir mal weg. Naja, fragt er uns noch, ob wir den übernehmen. Das ist aber ein kleiner Zug. Wie lange hast du schon für diese Störsender-Leute gearbeitet? Etwa ein Jahr, schätze ich. Schöne Aussicht. Und, mein lieber Moses, merkst du, wie süß die Luft ohne Maske ist? Ah, schöne Häuser da. Ich würde sagen, wir... Ich war ganz stolz, Ihnen helfen. Und? Machen jetzt hier mal ganz was anderes, die Weltreise. Ihr mag nur mal fragen, wo ihr... Ja, abgekackt. Nach dieser langen Zeit im Untergrund ist die Luft an der Oberfläche unglaublich frisch und berauschend. Aber das war es nicht, was unsere Euphorie angefeuert hat. Unsere Reise hat endlich einen Sinn bekommen. Durch einen Funkspruch des Regierungsbunkers im Ural. Seit 20 Jahren haben wir gedacht, dass weder die Regierung noch das Oberkommando des Militärs überlebt haben. Und jetzt stellt sich heraus, dass es sie noch gibt. Wo waren sie, während wir uns in der Metro gegenseitig bei lebendigem Leibe gefressen haben? Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir ihnen eine Menge Fragen zu stellen haben, sofern wir dort ankommen. Laut Miller sind die Ruinen unseres Landes unter Kontrolle des Feindes und wir werden uns zu unserem Ziel durchkämpfen müssen. Ein kleines Team gegen eine Besatzungsmacht. Wie Kein stehen Problem. Die Chancen, dass wir gewinnen? 100%. Dass wir Antworten bekommen. Aber ja, warum? Wer kämpft denn gegen wem? Kämpft Russland gegen Amerika, China oder Europa oder doch vielleicht nur England? Nachdem sie den Brexit vollzogen haben. Wir werden es erfahren. Wir brauchen ein größeres Magazin auf jeden Fall. Hast du dir schon was abgefroren, Schatz? Hier, bitte. Das sollte dich etwas aufwärmen. Was glaubst du, wie hoch unsere Chancen stehen, Yamantau Leben zu erreichen? Das ist das Einzige, woran mein Vater denkt. Wie ihm vergeben werden könnte, wie er in die Metro und in sein altes Leben zurückkommt. Das Leben, vor dem du immer weggelaufen bist. Ja. Der Gedanke daran, dass ich dir nie geglaubt habe. Warte mal ganz kurz. Und jetzt blicke ich auf diesen Nebel, okay, hinter dem sich womöglich unser neues Leben Schade. Verbirgt. Übrigens müssten wir bald an der Brücke ankommen.
Verdammt! Ein Lagerfeuer! Menschen! Alarm! Da sind Menschen! Sofort bremsen! Toll. Ich hab doch keinen Schutz. So, warte ganz kurz. Ja. Da wollte ich doch gerade hin. Zum Fotomodus. Nur mal ganz kurz zeigen. Also man kann wirklich hier die Neigung ändern, obwohl das kacke aussieht. Man kann auch alles verbergen. Man kann die Person rausnehmen, alles verbergen. Und das ist eigentlich ganz geil, finde ich. Zumindest so für Screenshots oder so. Gibt es überhaupt einen Button? Bei Steam wäre es jetzt, glaube ich, die F12-Taste gewesen. Ne? Für ein Foto. Wüsste es jetzt aber nicht. Vielleicht haben die hier... Ich habe das Spiel über diesen Epic Store leider gekauft. Aber, naja. So, ja, Sichtfeld kann man noch ein bisschen zurückziehen. Was mir aufgefallen ist, oder was die hier drüber. Ist nicht das Sichtfeld? Fotoabstand? Ich habe das schon mal getestet und dann hat man halt gesehen, dass die Waffe nicht richtig fertig modelliert wurde. Aber das war's nicht. Also ich finde es auf jeden Fall, den Fotomodus finde ich ganz nett. Also ich werde den versuchen auch mal zu benutzen. Um damit vielleicht coole Thumbnails zu machen. Also wenn man sowas einbaut, finde ich das nett. Und gerade auch hier jetzt der Hintergrund, ne? Wenn man es wegnimmt. Hier auch diese Figur mal raus. Ich finde das mit der zerstörten Industriegelände da und dem Fluss, die Sonne, sieht geil aus. Also kann man sich auch so als Hintergrundbild mal machen. Das sieht doch geil aus, also. Und auf einer Dreisine. Naja. Alle Mann auf dem Führerstand melden. Beeilung! Auf dem Führerstand. Ist hier der Führerstand? Artyom, du solltest besser zum Führerstand gehen. Ja. Warte mal, ganz kurz nochmal. Option. Steuerung, Tastatur, verschiedenes. Fotomodus. Nein, Abbruch. Schnell speichern. Wenn man schon so einen Fotomodus macht, dann müsste man noch so einen Button machen. Oh, die Kilometer, die wir gefahren sind, oder was? So einen Kilometerstand machen. Kilometerstand. Ja, wie man am besten so Fotos machen könnte. Screenshots. Hab Bock auf die Drucktaste zu drücken. Naja. Ich komme ja schon. Ja, ich komme ja schon. Die haben einen Zylinder durchlöchert. Ist das schlimm? Können wir weiterfahren? Nein, wir hängen fest. Oh, Scheiße. Verdammter Nebel. Anscheinend haben wir eine Sperre durchbrochen. Wer war das? Uniformierte dabei? Keine. Die hatten nur Lumpen an. Nur ein paar alte Säcke. Alte Säcke, Das war nur ein Außenposten. Hätte jeder sein können. Sogar Frauen und Kinder. Glauben Sie wirklich, dass wir sie gefunden haben, Oberst? Tja, sicher können wir nicht sein. Ich dachte, wir würden viel früher auf sie treffen. Diese Dreisine ist unterwegs zur Brücke. Da gibt es Befestigungen. Das sieht friedlich aus. Ein Dorf mit Kirche auf dem Wasser. Wir brauchen Informationen. Hier, Artyom, ich habe auf der Karte eine Stelle markiert. Begib dich dorthin und finde alles über die Brücke heraus. Ein Gefangener wäre ideal. Anna, du gibst dem Feuerschutz. Jawohl. Kann ich auch mit Artyom gehen? Oh, Stifter. Nein. Bis wir unsere Lage kennen, entfernst du dich keinen Schritt von der Aurora. Die beiden kommen sehr gut alleine klar. Auf geht's, Artyom. Ja, Mark. Wie lange brauchst du, um die Aurora wieder zum Laufen zu bringen? Noch nicht. Ja, los, komm. Ich muss mir die Zylinder ansehen, aber einen Tag mindestens. Ich verstehe. Artyom, du bist analog, sag nicht. Ein ganz neues Modell, eine tragbare Werkstatt sozusagen. Das Handbuch ist da schon drin. Ja, danke. Es sind jedoch keine Materialien. Du musst dir also selbst welche suchen. Lass uns aufbrechen, Artyom. Seid nur vorsichtig da draußen. Ja, sind wir schon. Aber klar. Tja, das war aber eine klapprige Barrikade. Und so. Tja, die sahen so. 1-2 Schnellwechsel, ist klar. Nur alte Männer. Seid bloß vorsichtig da draußen. Denkt daran. Ein Großteil des Landes wurde zerstört oder besetzt.
Selbst wer unsere Sprache spricht, könnte unser Feind sein. Aus Überzeugung oder Angst. Verstanden? Hast du die Glocke gehört? Ja, wir müssen sie ziemlich eingeschüchtert haben. Das ist ein Warnsignal. Vielleicht arbeiten sie für den Feind. Sind versklavt oder so. Ab nach unten. Kann man sich hier schon echt frei bewegen? Ah, das war klasse. Ja. Anscheinend schon. Das ist ja cool. Auch das mit den Bleistiften und so. Gut. Ach, da ist sogar eine Lampe dabei. Guck an. Eine kleine. Bei der Überschrift rechts weiter. Nur kleines Leuchtmittel. Kann man bestimmt oben hier dran drehen. Da ganz oben und dann, oder so. Keine Ahnung. Ach nee, hier ist eine Batterie. Warte mal. Da ist eine Batterie. Links unterm Kompass. Cool. Cool. Brauchen ja keine... Es reicht, Artyom. Ja. Ich warte am Strommast auf dich. Komm wieder, wenn du genug herumspaziert bist. Bitte, bitte, bitte. Ich hab einen Anschiss von meinem Vater gefasst. Oh, ey, die nervt. Ich guck doch nur, hier ist ein Zug umgestürzt. Oder so ein Waggon. Da kann man noch mal kurz gucken. Anna, Alter. Ich mache hier gleich Scheidung an. Vollautomatisch Scheidung. Lass mich doch mal hier gucken. Ah, ah, ah. 6 irgendwas. Ah, Geigerzähler. Geht so langsam los. Und 6 Schraubenschlüssel und 6 irgendwas. Wissenschaft. Ist noch im grünen Bereich. Halte I gedrückt, um Verbrauchsmaterialien herzustellen, um Waffen, deine Waffen anzupassen. Das machen wir doch mal. Doobie 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 doobie. Medipack. Zerlegen will ich nix. Aha. Kimmo und Korn, ich hätte da gerne was anderes. Kleines Magazin. Was haben wir denn da? Normales Rohr, Schalldämpfer. Schalldämpfer bleibt. Natürlich bleibt das auch. Kann ich damit jetzt anfangen? Zerlegen, herstellen. Also wir können Dosen und Sachen herstellen, aber mehr noch nicht, ja. Schlaf gut, Junge. Gut, da haben wir schon mal ein paar Sachen gefunden. Ah. Hier ist eine Markierung auf jeden Fall. Deinen Spielstand kannst du im Pausenmenü speichern. Das ist doch schön. Guck mal, machen wir schnell speichern. Ist das nicht schön? Ach, ist das schön. Ah, ich habe hier richtig Bock zu erkunden. Alles mal hier so ungelootet. Warte, guck mal.
Den nächsten Rahmen, den ich irgendwo sehe, den erschieße ich. Mal gucken, ob das geht. Ich finde das immer toll, wenn das bei Spielen geht. Oh, näher dran. Tja, geht nicht. Schade. Kippen nicht um, die Schweine. Jetzt ist natürlich Anna vorgelaufen, ohne uns auf uns zu warten. Ach, guck an, Müll. Nimm mal alles mit, alles meins. Ah, wir wurden auch gesichtet. Unsere Sichtungslampe ist angegangen. Das ist ja ganz eklige Matsch hier. Also wir finden schon echt irgendwie viel, aber ob wir damit was anfangen können oder was wir damit anfangen können, das weiß ich noch nicht. Ich weiß, man kann die Waffen noch verbessern und man muss sie vielleicht reparieren. Aber mehr weiß ich da auch noch nicht. Und die wurden von irgendwem gesichtet. Nicht, dass hier noch irgendwelche Viecher rumlaufen. Oder da ist Anna. Komm gleich, Anna. Guck du dir die Scheune an, ich gehe mal hier rein. Guck an. Bestimmt ein Entwickler. Oh, ein Bildchen. Spielzeug, Waldspielzeug. Was ist das denn? Ach, das ist da, okay. Ich nehme nur die Munition. E ist ja tauschen, ne? Das ist natürlich doof. Können wir, warte mal. Können wir, wenn wir eine gleichwertige Waffe finden, können wir die Waffe zerlegen? Ah, das geht nicht. Wir können aber Minipacks zerlegen. Das ist aber irgendwie unschön. Filter können wir zerlegen. Immer Wurfmesser herstellen. Cool. Wie haben wir es hergestellt? Wurfmesser sind wie in Teil 2 echt mega Hammer. Endlich! Da liegt ein Boot am Dock. Anscheinend das bevorzugte Fortbewegungsmittel hier. In Ordnung, Artyom. Ich klettere da hoch, während du das Boot nimmst und zur Kirche ruderst. Ja, klar. Ich rufe dich, wenn ich soweit bin. Jojo, läuft. Hals und Beinbruch. Dann paddeln wir mal ein bisschen. Oh, hier ist ein kleiner... Oh! Was war das? Das war ja gleich richtig tief, ey. Ab erstmal im solchen Wasser baden. Bra, selber du. Kann ich. Riesengroße Krabben. Oder so. Irgendwie Viecher. Kann ich eine Waffe nehmen, ne? Noch mehr Viecher. Das sind da Riesenschrimps. Will nicht weiter. Das sind ja Riesenschrimps. Okay.
Schnell weiter. Ich hoffe, es sind keine Fleischfresser. Oh oh. Nicht, dass sie mich umkippen. Oh, anscheinend haben sie dich entdeckt. Ja, ach nee. Artyom, auf dem Kirchturm winkt eine Frau mit einem Tuch oder so. Bitte schau mal nach. Warte mal, wir haben Fernglas. Ich sehe Leute bei der Kirche. Anscheinend keiner bewaffnet. Wir nähern uns besser offen an. Nicht zuerst schießen, okay? Ja, okay. Gläubige Fanatiker. Technologie ist ein Segen. Ein Haus? Je schmutziger deine Waffe, desto mehr lässt die Leistung nach. Das Schmutzproblem kannst du an jeder Werkbank beheben, okay? Wir konnten die Waffe wegstecken irgendwie, ne? Aber gerade hier diese russischen Waffen, die halten noch sehr viel Schmutz aus. Zumindest die AK-47 und da war was. Oh, ein Kaninchen! Hallo? Okay, hier wohnt jemand. Hallo? Ich bin's da. Okay. Da wohnt er mal hier. Hackeball würde ich gerne mitnehmen. Ich brauch gerade ein anderes Symbol, genau. Im Ranger Hardcore Modus, da wird das gar nicht angezeigt. Auch zu dem am Anfang zur Erläuterung ist gleich alles rausgenommen, die ganzen Anzeigen. Weil man natürlich nicht weiß, was man sammeln muss, ist natürlich ein bisschen doof. Vergiss nicht, Munition, um Dinge zum Überleben herzustellen. Ja, weiß ich doch, mache ich doch. Aber ich habe doch gerade genug Munition, oder? Können Munition herstellen? Warte mal. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Wo können wir denn Munition herstellen? Zerlegen. Wir haben hier... Sieht komisch aus. Ein kleines Schrimp. Das sieht aus wie so ein kleines Mini-Alien. Das greift uns an? Oder ist es weg? Wie kann ich da Munition herstellen? Für Waffen oder was? Kein Gerät. Kein Gerät. Die Waffe ist echt schmutzig. Gut, dann gehen wir mal zu den Fanatikern, bevor die mich weiter nerven hier. Technologie ist eine Sünde. Wo wir noch verpustet. So, ich muss da rein. Scheiße. Oh. Einmal falsch abgebogen. So. Jetzt hängen wir hier fest oder was? Ich komme nicht mehr raus. Ne? Komm rum. So. Man sieht sogar einen Ölfilm auf dem Wasser. Oder... Das sieht so aus, ne? Friede sei mit dir, Reisender. Hi. Unser heiliger Vater Silantius hat bereits seine Predigt begonnen. Komm einfach in den Tempel und sieh das Licht der Wahrheit. Okay. Wir sind friedliche Menschen. Stecke deine Waffen daher bitte stets weg. Jo. Und willkommen. Ja, willkommen. Hi.
Sieht aus wie so ein Fischer oder so ein Typ aus dem Mittelalter. Oh, Stacheldraht hier gleich. Zum himmlischen Segen des wahren Glaubens zu bewegen. Lasst uns also den Mädchen vergeben, denn es ist sich seiner Torheit nicht bewusst. Lasst uns vergeben, Brüder. Lasst uns beten für die Seelen der Sünder und lasst uns dem Mädchen vergeben, wie der Herr uns vergibt. Amen. Widersteht Torheit und Sünde. Amen. Widersteht Torheit und Sünde. Komm, wir fahren weiter. Da hätten wir uns gar nicht anhören müssen. Ne? Das sieht aber cool aus hier, so mit dem Wasser. Hier, die Ränder sind noch. Lass mal hier absteigen. Aha. Technologie. Bleibt ruhig, Brüder und Schwestern! Oh ja, ist ja gut, Junge. Wie konnten wir nochmal... Katze? Das ist kein Kratzbaum, du kleines Katzchen. Da, geh da hin und kratz da. Ah, die Katze... Hör auf! Hm? Das ist ein Lederstuhl, kleine Katze. Das ist kein Kratzbaum. Mann, oh Mann. Ich glaube, ich baue mal bald eine Katzencam. Was wollte ich jetzt? Warte mal, ich bin nicht durch. Warte mal. Waffe wegstecken. Wegstecken, Haar halten. Okay. Der Ketzer sitzt in der Falle. Denn so will es der Herr. Wie macht er das nicht bei H? Das bin ich. Ich glaube es kaum. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren. Wir sind auch nicht von hier. Silantius hat uns hier vor einem Jahr eingesperrt. Ja, die Brückenbewohner sprechen nicht einmal mit Ketzern. Aber ich werde euch alles sagen, was ich hier gesehen habe. Oh, das ist die Brückenwache. Silantius hat sie ebenso genaht wie die Bewohner hier. Die Brückenwache hat allerdings Waffen. Lauf, hier geht's lang. Und am Dock liegt ein Boot. Wir haben hier auch eins, aber es ist zu klein für uns drei. Okay. Artyom, sie hat recht. Geht zum Boot. Wir werden sie später retten. Keine Sorge. Also, wo ist dieser Ketzer? Er kam mit dem Boot. Während der Predigt. Und dann? Naja, er war einfach da und dann verschwand er irgendwie. Irgendwie. Genau wie Vater Silantius gesagt hat. Der Mann wurde vom Teufel geschickt.
Ja, ich weiß, was der Vater... Ah, man kann die Waffen gleich auseinandernehmen. Cool. Wenn ich doch was zum Knabbern hätte. Ich habe irgendwie auch Hunger. Irgendwie habe ich gerade Hunger. Komm raus, du Satansbrot! Komm raus und führe diese Leute nicht mehr in Versuchung! Was ist mit dir? Ganz nah. Nein, ich bin gar nicht da. Hey, du Diener Satans! Macht es keinen Spaß, mit ihm zu dienen? Keine Sorge, wir werden dich schon bald finden und von dieser Sünde befreien. Bist du das, Danja? Kannst du mich zum Klo bringen? Den Flur schaffe ich ja, aber die Leiter... Versteck dich nur, du... Warum atmest du so schwer? Bist du das, Boris? Du könntest mich bringen. Ich kann nicht länger ein... Ups, daneben. Er ist tot. Möge er im Frieden ruhen. Sie haben ihn umgebracht, Brüder. Sie haben ihn umgebracht, Brüder. Aua, 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 aua. Oh, hinter mir oder so, ne? Schweinebacken. Scheiße. Hauen wir mal ab hier. Komme ich denn da hier weiter? Ja, Katze, ich höre ja gleich auf. Oh. Ich hau dir nur auf die Fresse dann, okay. Ich hab deinen gesunden Menschenverstand. Nicht schießen! Hm, angeln. Eigentlich gar nicht so unwichtig. Ich ergebe mich! Nur nicht schießen, bitte! Das wäre eine schwere Sünde! Haben die echt Angst? Oh, krass. Hey, ich ergebe mich! Bitte nicht schießen! Was ist der denn? Ich ergebe mich! Hm, oh gut. Hey, ich ergebe mich! Bitte nicht schießen! Hauen wir hier ab, die gehen mir auf den Sack. Warte mal, wir müssen hier raus, oder? Was sollen wir überhaupt machen? Sollen wir jetzt abhauen, oder? Offenbar Besitzerkult auch ein paar Rotschmeißer. Ich lese mal laut vor. Offenbar besitzt der Kult auch ein paar Rausschmeißer. Diese Typen können gegen unsere Waffen und Ausbildung vielleicht nichts ausrichten, aber ich sollte sie trotzdem verschonen, indem ich mich still verdünnerisiere.
Und allem Anschein nach sollte ich das besser schnell tun. Katja sagt, dass am Dock ein Boot liegt. Ja, gut, haben wir gemacht. Gut, dann würde ich sagen, paddeln wir mal zurück. Und dann würde ich sagen, geht's nächstes Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ich würde mich sehr freuen. Ich bin noch ein kleiner YouTuber und freue mich über jedes Abo, jeden Kommentar. Ich freue mich über alles. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.